When you are all alone, maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were near. Then maybe, maybe, maybe. War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons, petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Es ist Fallout 1. Zweiter Anlauf. Ich hab's schon einmal versucht. Wir machen natürlich einen Custom Character. So, ich habe tatsächlich schon mal versucht, das hier zu machen. Wir nennen uns wieder Lola, wie immer. So. Und das hat nicht so gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Die Runde lief super, bis ich gemerkt habe, dass das Audio zu leise war. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Es war einfach so. Diesmal gucke ich da ein bisschen mehr drauf. So. Als allererstes nehmen wir Gifted. Weil das gibt uns plus 1 auf alle Attribute. Minus 10 auf die Startskills, aber das holen wir wieder auf. Fachshot können wir mitnehmen, dann benutzen wir weniger AP für unsere Waffen. Ich weiß nicht, ob er sonst irgendwas macht. Ich glaube nämlich nicht. Wir können einfach schneller schießen. Okay. Hat es keine Downside? Weird. Auf jeden Fall. So. Stärke mehr als 6 brauchen wir nicht. Man kann im Spiel eine Power-Rüstung finden, die ist um 3 erhöht. Und man kann jedes Attribut um 1 erhöhen. Grundsätzlich, deswegen braucht man grundsätzlich auch nichts mehr als 9. Also, Charisma ist in dem Spiel leider sehr nutzlos. Soweit ich das erfahren habe, soweit ich das rausfinden konnte, ist es leider sehr, sehr nutzlos. So, was aber sehr wichtig ist, ist Intelligenz. Agility. Luck weiß ich nicht, wie wichtig das ist. Ich könnte das so machen. Perception. Endurance. Endurance mache ich mal auf 7 und Luck auf 7. Ja, Luck und Endurance lassen wir auf 7. Perception. Und Agility auf 8. Oh.
könnte auch Perception 1 runtergehen. Und darf ja eins auf Lackort setzen. Ich lasse das mal so. So, Skill Tags. Barter, Speech. Und First Aid. Ja. First Aid vor allem ist sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Wollen wir immer haben. Okay. Okay, um das direkt von vornherein zu sagen, das hier ist der gleiche Bild, den ich im ersten Anlauf gemacht habe. Glaube ich. Ich versuche den gerade zu reproduzieren. Wir werden ab einem bestimmten Punkt auf den Spielstand vom ersten Anlauf wechseln. Das hier ist jetzt quasi eine Neuaufnahme, weil die ersten beiden Folgen im Arsch waren. Wir wechseln danach aber zum zweiten Anlauf aus Gründen, die ich dann erkläre. Let's go. Hallo. Hey, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Das ist nicht gut. Make another one. And the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. Nicht? You need to find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. Oh Gott. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay? Ich versuch's. Das ist eine Ding, was ich an Fallout 1 nicht mag. Das ist, dass es dieses Zeitlimit gibt. Muss ich nicht haben. Kann gerne, das könnte gerne wegbleiben. Pausenbimmel. Das haben sie in den späteren Vorteilen auch ein bisschen besser gemacht, dass das ein bisschen plausibler ist, weil wie zur Hölle ist das Ding nach vorne ne? Was hat sich das nach vorne geschoben? Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. In Fallout, in den späteren Vorteilen ist das ein bisschen plausibler. So. Und wir sind raus. Hallo, was hast du dabei? Gut, du bist so, als wüsste ich nicht, was er dabei hat. So, kann ich damit interagieren? Nein. Tatsächlich ist es nämlich so, dass man mit Rechtsklick durchschaltet zwischen angucken, laufen und wenn man was im Inventar hat, dann auch. Okay, im rundenbasierten Modus kann man dann auch, schaltet man dann zwischen Laufen, Angucken und Angreifen. So. Da ist eine Ratte. Hallo Ratte. Ich stech dich ab. Wenn ich dich treffe, um Gottes Willen. Nochmal. Jawohl. Oh, das kann dauern. Ja. Ich glaube, ich mache das so wie in der ersten Aufnahme und werde das. Ja. Das würde ein bisschen dauern. Das würde wahrscheinlich die ganze Folge dauern. Also. Wir sehen uns gleich. Ich schalte wieder rein, wenn das Interessantes passiert. So, da bin ich wieder. Ich habe mich durch die Cave geschlagen. Waren mindestens 20 Reds. Und gucken, ob wir uns jetzt geheilt bekommen. Ein Hitpoint, wow.
Das war scheiß. Kein Healing. Machen wir das nochmal. 3 Hitpoints, ja, ist immerhin besser als nix. 5 Hitpoints ist auch besser als nix. Sind zumindest wieder aus dem orangen Bereich raus. Wie viel schaffen wir es mit dem Doktor-Skill noch? Nein. Nochmal. Nein. Gut, schaffen wir nicht. So. Hey. Für den ersten Mal in deinem Leben siehst du die Outside World. Gut. Und dann ab nach World 15. Schalala. Als ich den ersten Anlauf hatte, hatte ich ungefähr hier direkt einen Random Encounter, der so unfassbar lucky war, dass ich den nicht obsolet rendern will, indem ich den Spielstand verwerfe. Hallo, wer bist du? Was ist das für ein Ort? Raider und Red Skorpione. Was mit den Red Skorpionen? Öffne eure Brahmins an. Das ist nicht so gut. Was mit den Raidern? Okay. Nee, den Red Scorpion Caves will ich jetzt noch nicht. Hi. Wer bist du? Eine Vault Dwellerin. Mhm. Scavenging, Bartering. Ich bin dafür bekommen, dass ich mit dir geredet habe. Hey. Moment da. Dann klaue ich euch schnell euer Zeug. Voila. Zu schade. I'm fine. Thanks for asking. Hallo. Okay. Nur zu viel dazu. Was haben wir hier? Ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich noch nicht, was hier auf mich zukommt. Hallo. Greetings. Your business in Shady Sands might be. Oh, ein vertrauter Charakter. Ich sage ihm die Wahrheit. Wanderer, I shall believe you for now. You may enter Shady Sands, but be warned, your every move will be watched. Kann ich dich was fragen? Certainly. What do you wish to know? Welche anderen Städte gibt's hier? Sorry. Junktown lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Certainly. What do you wish to know? Gibt's hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Passiert hier irgendwas? Oh my, yes. Great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from. And no matter how many we kill, there's always more. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. And now the monsters are attacking my people. Raslo is trying to find a cure for their poison. But I'm not sure how it goes. Ich helfe euch. Yes. Please, talk to Raslo. He possesses far more information on these creatures than I. Okay. Raslo. Oder Dr. hier unten, ne? Ja. Hier unten, Raslo.
Raslo. Was weißt du über Red Scorpions? So, das haben wir. Dann hier noch schnell vorbeischauen. Huch, nee, war ich noch nicht fertig. Wieso bricht er das mal wieder ab? Hab und Junktown, kannst du mir sagen, wo das ist? Danke. Willst du mit mir mitkommen? So, dann sind wir schon mal zu zweit. Hey, Seth. So, bring mich mal zu den Red Scorpion Caves. Ja, machen wir das mal. Hallo. Red Scorpions, Red Scorpions. Ah, da sind welche. Hier sollte ich dann vielleicht auch mal die Knarre auspacken. Das mache ich jetzt nicht unbedingt mit dem Messer. Treffe ich den von hier aus? Ah, vielleicht. Nicht so wirklich. Das ging so schön schnell. Bei dem Random Encounter, den ich jetzt nicht hatte, habe ich nämlich eine Waffe gefunden, die, ich glaube, um das Dreifache stärker ist als die hier. Das war ganz schön nice. Hey, ein Level up. Das machen wir sofort. Nee, nicht weiter, das ist falsch. Ja. Small Guns können wir mal kurz erhöhen auf mindestens 45. So. First Aid auf 50. Speech über 50 und warte auch noch ein bisschen. Hey, 10 Minuten. So, dann dürfte die Engagement Distance. Das ist schon deutlich besser. Nicht perfekt, aber besser. Dass der den immer trifft, der muss echt gut sein mit Small Arms. Muss einen sehr guten Small Arms Stat haben. Wow, und das trifft nicht. Na, wenigstens trifft er. So, auch diese Höhle könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, das über... Ich glaube, auch das überspringe ich mal kurz. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Skorpione sind erledigt und wir nehmen ein paar von deren Häusenglanz mit. Also von deren Stacheln. Wie viel davon wir mitnehmen können? Eine ganze Menge kann ich davon mitnehmen. Frage ist, kann ich hierhin zurückkommen?
Habe ich die mit seiner mitgenommen? Ich weiß es nicht. Muss ich kurz nachgucken? Nee, noch nicht. Maximum Capacity. Kann ich meinem Companion hier was geben? Wie kriege ich für eine 10? Das heißt, ich kann dem hier 6 geben. Schon ein bisschen Geld hier mache. Weil so viele von den Dingern brauche ich nicht. Das war nur einer, das war nur einer in der Ecke. Und jetzt geht's weiter. Ich habe übrigens keinen einzigen Hit abbekommen jetzt beim hier durchlatschen. Das habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Da war ich selber ein bisschen überrascht. Normalerweise hauen die Viecher gut zu. Aber hauen sie sehr giftig zu. So, die beiden hatte ich schon. Und wieder raus. Zurück nach Steady Chance. Ui. Oh ja, warte. Sollte ich vielleicht wegpacken. So, danke. So, Doktor. Ich habe Gegengift. Muss ich jetzt wirklich auf den Morgen warten? Warte. So, Samples. Danke, kann ich mit dir handeln? Ja, kann ich. Kann ich nämlich die restlichen beiden hier verkaufen. Und eins von den beiden Messern. Wie viel gibt es ein Stimpack? Uiuiui. Uiuiuiui. Ja, never mind. Und hier muss immer einzeln klicken, das ist ein bisschen doof. Wenn ich ein Messer verkaufen will, nein. Und wenn das 60. Das Messer ist also 40 wert. Nee. Oh. Da habe ich jetzt zweimal das Antipoison. Ja. Vielleicht hätte ich die Dinger doch nicht verkaufen sollen. Ich kann die wohl hier mehrfach eintauschen. Goddammit. Naja. Hey. Ah, things are much more settled now. Raslo has been working on a cure for the Rad Scorpion poison, and with that, we should be able to fight what's left of them. Okay.
You are truly a hero. Know that the people of Shady Sands are most grateful. Mhm. Certainly. What do you wish to know? Irgendwas anderes? Ah, things are much more settled now. Certainly. What do you wish, Junktown? Certainly. Okay. Greetings. What may I help you with this fine? Shady Sands is much like a family, one that keeps to itself. Goodbye. Okay, das war's dann wohl. Den Teil. So. Hier hinten waren wir noch nicht, ne? Zack. Hallo, hallo. Irgendwer hier, mit dem man reden kann? Klauen kann, zumindest. Was zu sagen haben, ist mir relativ latte. Hey, guck mal da, ein Schrank. Hallo. Nehmt eure Sachen mit. Oh, ne. Das Seil könnte nützlich werden. Tu's, als ob ich wüsste, was kommt. Hallo. Ja, das haben nur irgendwelche Citizen. Die haben nicht viel zu sagen. So, kann man eigentlich mit jedem hier handeln? Ja, mit ihm hier zum Beispiel. Wie viel kriege ich für eine Flair? 35. Warte. Okay. So. Danke. Auf was noch grün läuft. Warte, ich habe auch keine Aufwand gemacht. So. Damit haben wir Sandy Chance abgeschlossen. Vorerst. Ich weiß nicht, ob hier noch Platz kommt. Ich mache hier mal eben Save Screenshot. Lol, dass du das hier anzeigt. Wie cool. Oh, wir sind auch schon über 1/2 Stunde. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge gehen wir weiter zu Vault 15, wa? Oder wir gehen da runter. Wir gehen erstmal Vault 15, würde ich sagen. Nein. Bleib da. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge gucken wir mal, was wir finden. Bye.